Na Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Premiere hier auf diesem Kanal. Denn es ist das erste Video, wo ich euch mal einen Lego Star Wars Comic vorstellen werde. In dem Fall ist es hier das Lego Star Wars Comic mit der Nummer 14 für 4,99 €, Herausgeber Blue Ocean Disney. Es ist definitiv nicht das aktuellste Magazin, das ist glaube ich schon so einen Monat alt. Aber da ich mir dieses Comic wegen der 501st Minifigur hier 5-mal gekauft habe, dachte ich mir, okay, eins kannst du öffnen für dieses Video. Ganz interessant anzumerken ist übrigens, dass die 501st Minifigur hier noch in einem Plastikbeutel drin ist. Das sind nicht diese super guten Öko-Papierbeutel. Da hatten sie wohl noch ein paar von denen vorrätig. So, und jetzt versuche ich mal möglichst ohne die Oberfläche zu beschädigen, diesen Beutel hier mal abzumachen. Oh, hatte irgendjemand von euch da draußen früher diese Mickey Mouse-Entenhausen-Comics gehabt? Da waren ja auch immer bei diesen Comics vorne so Spielzeuge drauf. Und da habe ich so oft immer die erste Seite mir kaputt gerissen, weil ich einfach das Spielzeug romp einmal richtig mit Schmackes abgezogen habe. Eine Sache, die ich bei diesen Comics immer sehr schade finde, was aber auch gleichzeitig für Sammler wie mich ziemlich gut ist, ist, dass man sich die Magazine eigentlich nur kauft für diese Minifigur. Im Endeffekt ist es nämlich für viele Sammler einfach so, dass sie sich dieses Magazin kaufen und dann später wegwerfen oder in Massen dann für so einen ganz kleinen Dumpingpreis anbieten. Das ist aus meiner Sicht einfach nur Papierverschwendung. Man sollte den Fokus ja schon auf die Geschichten lesen, das macht ein Comic nämlich auch aus. Und vielleicht kann man dann so ein kleines Mini-Bild dazu packen so, und die Minifiguren irgendwie einzeln verkaufen. Komm schon, Lego oder Blue Ocean, das ist dann nicht so schwierig. Uns mal eine Minifiguren-Serie von Star Wars anzubieten. Das wär's doch. Ist das hier überhaupt der aktuellste Print von der Figur? Das sieht nämlich irgendwie so aus, als wäre das hier die alte Clone Wars-Figur. Wir machen das Ganze mal auf. Ich reiß das hier mit Schmackes auf so. Bist du ein Fehldruck oder bist du kein Fehldruck? Du bist leider kein Fehldruck. Kamera, danke sehr. Es ist sogar noch die Minifigur, wo sie nicht die doppelten paar Helmlöcher gemacht haben. Es ist eine alte. So, zack, bumm, und schon habe ich in meiner Sammlung einen neuen 501st Klonkrieger dabei. Standard Croneface, wunderschön. Der wird sich in meiner Klonarmee gut machen, als einer von vielen. Kommen wir noch mal eben zum Comic. Hier haben wir Boba Fett mit der Slave One vorne drauf. Schlagen wir das Ganze einmal auf. Was haben wir hier? Okay, da einmal das Inhaltsverzeichnis von allen drei Geschichten und den zwei Postern. Beginn tut das Ganze hier dann mit dem Comic Überraschung. Und vielleicht überrascht es ja euch. Aber dieses Comic habe ich mir hier schon tatsächlich durchgelesen. Das heißt, ich weiß, was da passiert. Die versuchen da eine Tür zu öffnen und dann kommt Captain Rex, schafft es und die schmeißen für ihn eine Überraschungsparty. Ist doch schön, oder? Nebenbei gemerkt, ich mag dieses Layout hier von den Seiten mit den Noppen, gefällt mir. Dann haben wir hier das Boba Fett Comic. Musik ist Trumpf. Eines dieser typischen Bounty Hunter Comics habe ich bisher noch nicht durchgelesen, werde ich aber auf jeden Fall machen. Schließlich habe ich 4,99 € für dieses Comic ausgegeben. Es muss sich ja auch lohnen. Okay, Big Fortuna kommt da auch vor. Interessant. Noch ein paar Kopfgeldjäger hier drüben. Ist das Aura Sing da drüben? Sieht fast so aus. Max Rebo ist auch dabei. Die schmeißen da eine kleine Party. Oh ja, da geht es schon richtig ab. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch dieses Comic auch geholt habt. Noch mehr Comic. Ganz schön lang dieses Comic. Scheint das große Hauptcomic zu sein. Okay, da unten endet's. Und hier haben wir schon die Poster. Einmal dann hier das mit Darth Vader und dann das mit dem 501. Truffler. Heilige Scheiße. Das sieht richtig, richtig gut aus. Da muss ich mich echt zügeln, das nicht rauszureißen und an meine Wand zu hängen. Und dann kommt hier wieder Darth Vader. Das ist dann dieses andere Comic. Ist quasi so ein doppelseitiges. Wer das Spiel The Joy of Creation schon mal gespielt hat, der weiß, wovon ich rede, wie das hier aussieht. Es ist leicht creepy. Hat Five Nights at Freddy's oder The Joy of Creation Vibes auf jeden Fall. Ach, und dann geht das Comic hier drüben weiter. Okay, ist doch nicht das Ende gewesen. Heilige, ist ja ziemlich lang. Und dann das letzte Comic des Tages ist die große Herausforderung mit Darth Vader und Imperator Palpatine. So wie ich das den Bildern hier entnehmen kann, wird Darth Vader zu irgendeiner Mission geschickt und bekämpft dann eines dieser riesigen, unbekannten Monster. Sieht aus wie eine überdimensionale Käferlarve. Sehr interessant. Ich glaube, das lese ich mir auch mal nachher durch. Aber wie wir Darth Vader kennen, der wird es sicherlich überleben. Keine Herausforderung für unseren dunklen Lord, der Sith. Eine Sache, die mich hier irgendwie bei Darth Vader gerade einmal auffällt, ist, dass die hier die zweiteilige Version, also mit dem zweiteiligen Helm, die Darth Vader Version verwenden im Print und die Version mit dem einteiligen Helm hier oben. Es ist ein kleines Detail, aber ich hätte es gefeiert, wenn die nur den zweiteiligen Helm dann dauerhaft verwendet hätten. Meckern auf hohem Niveau, sage ich euch. Aha, es gibt immer einen größeren Fisch im Wasser. Vielleicht steht das da auch so in den Texten. Keine Ahnung, ich werde es mir noch durchlesen. Dann hier als letztes können wir einmal ausmalen. Was geht? Vader, was steht denn da oben? Das Leben eines Sith Lords kann schon... Okay. Und auf der letzten Seite nochmal Werbung für Ghost
Force, das Magazin. Es ist da. Holt es euch. Alle 2 Monate neu, Leute. Und sie sind sogar auf Instagram. Oh mein Gott. Das ist ja wirklich unfassbar. Ach ja, und die Rückseite haben wir auch noch. Da gibt es dann nochmal Werbung für die Trading Cards. Da habe ich neulich einige verrückte Preise für so ein paar Special Lego Star Wars Cards gesehen. Ich glaube, das war der Captain Rex, die Karte, die dafür 50, 60 Euro über den Tisch ging. Wenn schon Lego Star Wars gesammelt wird, dann bitte sowas hier. Da müssen jetzt auch noch nicht die Karten dazukommen. Für sowas gibt es die Force-Attacks-Karten. Gut, und dann sind wir jetzt am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen mit einem Kommentar und einer positiven Bewertung. Und dann hoffe ich natürlich, ihr schaltet im nächsten Video wieder ein. Bis dahin würde ich sagen, Freunde, ciao.